Koordinaten. Du lass stecken, ich bin gleich da. Passt. Ich werde es schaffen. Jut, jut. Ich sehe euch schon, ich seh den Turm. Achso, ich wollte hier. Du wolltest hier? So. Nee, hier nicht. Wo ist denn jetzt hier? Hier ist Gravel drin. 10 Sekunden noch. 3-mal Gravel nebeneinander und dann hast du deinen Flint. Da war aber nicht so am Nordwesten, was du meintest. Da war eher Norden. Ja, mittlerweile, weil ich ausweichen musste, da war ein Berg dazwischen. Grout, aber nicht Ground. Grout, genau. Boah, jetzt schnell essen. Trinken, hast du schon, hast du schon was in der Zwischenzeit gemacht? Oder nein? Noch nicht? Max, hier hinter dir. Hier. Gut. Ja, ich kümmere mich jetzt drum. So, Grout. Ja, okay. Baker, ich bin stolz auf dich. Wo habe ich das noch hinbekommen? Ja, gut, den Bacon habe ich aufgesammelt. Nicht den Bakerman, sondern nur den Bacon. Achso, okay. Doch. Ich kann dir noch einen Nachtisch geben, hier ein paar Beeren. Nein, ja, bitte. Wir haben Gastarbeiter. Gastarbeiter? Okay. Grüß ihn. Ja, habe ich schon. Und das leckt gerade ein bisschen. So, muss ich doch tatsächlich mal überlegen, wofür man Grout brauchte. Oder wie es weiterverarbeitet wurde. Nee, wie es weiterverarbeitet wurde, das meinte ich. Schmelzen, ne? Ja, ich sehe es gerade. Vorsicht. In dem Backofen. Au, au. 64 Brutzeln. Heiß, heiß, heiß. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist gerade, aber es war gruselig. So, ich hau mal die 4 Wolle hier rein in die Kiste und das Leder, was ich gefunden habe. Kohle, okay. Charkohle. Achso. Wollen wir erstmal Charkohle verheizen oder wie? Ja. Gut. Weil 25 Kohle liegen da noch. 25 Kohle liegen da noch drin. Und Federn habe ich auch noch. Federn. Feder. Mehl. Und Teer. Zombie. Und auch eine Maske hat keiner auf. Nein. Und Stroh liegt auch ganz rum. Noch nicht. Naja. Aber der Gastarbeiter ist tot. Mal sehen. Ja, verdammt auch, ja. Immer diese Gastarbeiter. Ja, und hier ist schon der nächste. Also irgendwie die Idee mit den Fackeln ist irgendwie nicht so tolle, ne? Aua, aua. Ich hab lieber. Jetzt. Mensch, zerstört ihr hier das ganze Feld. Ja. Cool, ich bin dehydriert. Ich bin tot gewesen. Komm nicht runter von der Tampe. Ach, Becker ist auch noch gestorben. Ja. Warte mal ganz kurz, lass mich mal mein Grab. Oh. Entschuldigung, ich baue es gleich wieder hin. So. Macht ihr hier was verstehen denn alles? Apple Juice, woher kommt denn der wieder? Den hatte ich eben den Max hingeworfen. Achso, den habe ich auch genommen. Ja, den wollte ich eigentlich haben, egal. Okay, sorry. Passt schon. Ich kann ihn auch gerne wieder in eine Kiste reinlegen. Und leider ist der Wasserblock auch noch kaputt gegangen, ne? Da fahren wir noch einen Eimer. Oha. Genau. Hat jemand einen Eimer? Ja, den haben wir noch. Gut. Sehr schön. Weil dann müssen wir nämlich das Wasser hier wieder auffüllen. Ich kümmere mich drum. Boah. Er kam direkt auf mich zu. Ich konnte nichts machen. Das eure Rettung ist unterwegs. Und alles irgendwo aufsammelt, hey, das ist unglaublich. Cool. Wasser. Lol, habe ich mir die ganze Zeit Salzwasser reingepfiffen? Das kann durchaus passiert sein. Boah, schön doof, Alter. Wie wäre ich das denn jetzt los? Kann man das irgendwie auskippen oder so? Das kannst du in den Ofen schmeißen und kannst normales Salz. Also normales Wasser draus machen. Aha. Ein bisschen Verschwendung jetzt so zu Anfang. Wäre es nicht sinnvoller, das rauszuschmeißen oder so? Ja, kannst du auch tun, wenn wir genügend Flaschen also haben. Also ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft, bei Nacht einen Hitzeschlag zu kriegen. Frag mich nie wie. So nah an der Katze gestanden. Ah, stimmt, ich stehe mittendrin. Ich lauf das jetzt einfach. Ich krieg irgendwo noch einen Anfall mit diesem Modpack. Weil der läuft. Ich krieg noch so derben Anfall mit diesem Modpack, das ist unglaublich. Was Anfälle, komm. Du hast mit Greg noch gar nicht angefangen. Jetzt geht's los. Ich drück's mal so aus, ich hab grad gesehen, was so ein scheiß Reservoir kostet. Ach, ist doch ein Reservoir? Ja, ne? Ich denk mir nur, ja komm, warum machen wir kein Reservoir, damit wir Wasser haben? Arschkarte. Guck da gar nicht hin. Ich sag nur Water Tank von Railpark. Genau. Oder aus Forest Street in Rains. Wie heißt der? Regensammler.
Wie unrealistisch. Ich stehe unter Wasser und trinke eine Wasserflasche aus. Ja, so unreal. So, der erste Sense-Crop ist fertig und wir haben glücklicherweise eine Sense of Nature bekommen. Ja, Glückwunsch, was das jetzt auch immer heißen mag. Aber so, wir können aus 8 Nahrung einfach mal eine Nahrung machen, 4 Nahrung machen, die 6 Keulen wiedergibt und Regeneration 2. Klingt gut. Keine Ahnung, wovon er redet, aber er wird recht haben. Ja, er will kein Essen bauen. Ich schau mal, ob das sogar mit den Blackberries geht. Essen bauen klingt falsch. Ja, ja. Ich wollte nur nicht ins Wort fallen oder so. Ja, ja. Na, schade. Du magst das schon, ne? Knochen. Was? Du liest Frauenbücher? Was bist du denn für einer? Wer liest Frauenbücher? Lesertatur. Achso, okay. Ich schrieb hier gerade bei mir, das ging gerade um den Anime, den meine Frau gerade guckt. Und dann schrieb einer, ja, das ist ein Weiber-Anime. Und dann schrieb der Lesertour, er guckt sich den Anime trotzdem mal an. Er liebt auch Frauenbücher und guckt Frauenfilme. Du Frauenversteher. Unglaublich. Ah, so ist das denn hier. Ja, immer wieder, ne? Apropos, ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Wenn du Essen brauchst, hier in der Truhe ist noch ein bisschen Kacke. Gregorius ist echt witzig. Ich habe Infinite Worte, wenn ich es will. Ja, hat er auch dann, nicht, wenn er es will, nicht? Aber. Rama bleibt in den Logistik vergessen rauszunehmen. Wie vergessen rauszunehmen? Keine Ahnung. Nein. Ich glaube, ah, das irgendwas absolut einbauen. Also AE wird auf jeden Fall ein Mod sein, den ich irgendwie zum Schluss mache. Der hat mich schon in der 172 richtig aufgeregt. Was? Den, der ist mit, mit diesen Energiekristallen, die aufgeladen werden müssen. Ja. Hä? Ja. Ich habe irgendwann den Faden verlieren müssen. Das hat sich ganz doll geändert. Mhm. Was machen, ne? Komplett anders. Da ist einiges anders an dem Mod. Also, ich frage mich ja echt immer noch, wie Greg auf diese wundervolle Idee gekommen ist, der Holy Planks auf Zengir. Ach, ne, das da so ein Dragon Egg. Boah. Du hast mal irgendwie ein bisschen die Temperatur runter zu kriegen. Oh, ein Hammer aus 6 Netherstars, auch eine coole Idee. Was? Ja. Muss ich auch mal ein bisschen NEA-Kram hier. Haben wir zufälligerweise noch ein bisschen Holzkohle irgendwo noch rumliegen gehabt? Ja, in der Kiste, glaube ich. Nein, nicht mehr. Nee, da ist normale Kohle drin. Komm, scheiß drauf. Oh, ein Flint drin. Machen wir noch 4 Stück davon, dann haben wir auf jeden Fall den Batzen hier mal durch. Nee, warte mal, ich habe wieder aufgefüllt. Ja, ich habe erstmal 4 Stück Kohle rein, danke. Ich habe die anderen 14, die noch in der Tasche hatte, gleich nochmal dazugepackt. Ich kann auch noch ein paar mehr herstellen. Mr. Baker Man. Wie viel haben wir jetzt drin? 64 durch 4 sind 16. Könnte noch ein bisschen knapp werden. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Alles gut. Wo bauen wir die hin? Gleich da unten vielleicht? Flop. Machen wir so. Flop. Flop. Und flop. Ja, und fertig ist hier Grout. Habt ihr alle gesehen bei mir? Wisst ihr alle Bescheid? Ja, ich hab grad reingeschaut. Ui. Bei mir in Stream? Warum tust du sowas? Wer tut sich sowas denn an? Ich hab in dieses Multicrafting-Dings hier reingeschaut. Achso. Multicrafting-Dingens. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Dingens, wie heißt es denn bei dir? Plöbbel. Du müsstest doch sehen, wenn du drüber guckst. Ja, einfach Crafting Station. Aber ich dachte, dass es mit dem Tinkers nicht geht, dass da alle reingucken können. Doch. Aber anscheinend schon. Na gut. So, wir brauchen neue Lehm. Pass auf, Leute, hinter dem Dingens steht eine Hexe. Die okay. Richtung. Ja. Wo kommen die Hexen eigentlich? Ich würde sagen, ich glaube, das ist ein Spawner. Glaube ich. Die spawnen jetzt überall, soweit ich informiert wurde in meinem Let's Play, weil mir stand neulich in Vanilla eine Hexe plötzlich gegenüber. Und dann hatte ich das irgendwie geschrieben und einer meinte, seit der 1.7 irgendwas spawnen die überall, beziehungsweise können die überall spawnen. Ach du Scheiße, die hat mich vergiftet, die Alte, was ist jetzt los? Ja, sie hat mich vergiftet. Du wirst jetzt sterben. Na super. Frauen. Sterben. Genau. Und tue ich nochmal alles in die Kisten jetzt. Keiner rührt mein Werkzeug an, ja. Okay, Leute, ich würde sagen, da ich jetzt eh gleich weg bin, ich versuche die noch mal ein bisschen wegzuknüppeln. Jo, wo ist die Hexe denn überhaupt? Ich sehe überhaupt nicht. Ich schicke die gerade Richtung Fluss. Und Sayonara. Und tschüss. Tschüss.
sehen uns auf der anderen Seite. Nee, ich lebe genau. Noch. So. Hör, wie ist denn das passiert? Ich glaube, die einfach die ganze Zeit gegen wieder den... eine Matrix. Sie haben die Matrix geändert. Genau. Na gut, wie gesagt, wir haben jetzt 9:30. Ich würde sagen, das war's dann bei mir schon mal mit der Aufnahme, aber euch dann noch viel Spaß. Dankeschön. Jo, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ja. Oh, scheiße. Da ist mir wohl irgendwie der Finger ausgerutscht, glaube ich. So, und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch bei mir das nächste Mal mit dem Crazy zusammen. Ich freue mich, dass ihr heute da dabei wart. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme vom Let's Play Minecraft Technik SMP IoT Version 7. Bis dahin, tschüss.